Moin, hier ist wieder eure grüne Ente und die Folge hier ist vorproduziert, genauso wie die anderen Videos die Woche heute. Da ich keine Zeit habe, Videos zu produzieren, habe ich jetzt eine Woche lang Videos vorproduziert. Wir sind jetzt gerade hier oder derzeit, ich nehme das hier kurz nach ein paar Tage nach dem 1.17 Update auf und ich dachte mir, ich spiele jetzt eine Woche mal 1.16 Gomme Skywars. Für alle, die nicht wissen, was 1.16 Skywars ist, ich gehe hier mal in eine Runde rein. Wir spawnen gleich auf einer schwebenden Insel. Unter uns ist Void und wir bekämpfen uns dann. Da gibt es dann Kisten mit Loot drin. Wir haben auch verschiedene Kits, die man auswählen kann. Also Anfangsausrüstung, da habe ich jetzt mal Engel ausgewählt. Und beim Engel hat man einen Totem auf Undying, was man halt in die Hand nehmen kann, damit man nicht stirbt. So, und ich rüste oder hole mir immer hier am Anfang einmal ein paar Sachen. Hier geht es dann auch noch einmal runter. Hier gibt es dann auch noch mal ein paar Sachen. So, einmal noch ein Helm und jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal halbwegs gut ausgerüstet. Ein Schwert wäre auch noch schön. Aber so schön machen sie uns leider das Leben hier nicht. Ich würde dann auch mal ganz kurz hier nach oben zur Lead-Insel gehen. Ich hoffe mal, man hört das Klicken nicht so laut. So, einmal hier rüber. Der hier hat auch direkt eine bessere Waffe als ich. Und hier ist auch ein gutes Schwert drin. Dann nehmen wir das bessere Schwert hier mal rüber. So. Und den sollten wir hoffentlich bekommen. Oder? Je nachdem, wie gut er jetzt spielt. Oh, da kommt noch ein zweiter. Macht er irgendwas? Nicht wundern, wenn mir leckt es gerade ein bisschen. Ich schmeiße den einfach mal kurz runter. Kurz äppeln. Und dann können wir hier jetzt auch hoch. Ein bisschen weg. Und hier dann anschießen mit einer Armbrust. Ja, ist stuck. Nee, doch nicht stuck. Und jetzt wird's, oder hat die Person wahrscheinlich noch ein Totem auf Undying? Nee, hat sie nicht. Direkt zwei Kills am Anfang. Perfekt. Ich bin jetzt auch kein Profi, aber ich mache es jetzt schon ein paar Tage, spiele ich das. Macht mir relativ viel Spaß. Das halt nicht so wie bei anderen Skywars, wo es Schwitzer gibt, die dann irgendwie extrem schnell klicken. Und manchmal habe ich solche Lichtbugs, die kann ich dann mit F3A wegmachen. Daher nicht wundern, wenn dann manchmal hier so komplett schwarze Flächen sind. Hier haben wir nochmal ein paar schöne Blöcke. Und dann suchen wir mal weiter nach Loot. Die Folgen hier sind dann auch nicht wirklich groß geschnitten, da das schlecht, ich sonst nicht genügend Zeit für Vorproduktionen zu habe. Huch, was macht der hier? Keine Ahnung. Und hinter mir ist auch noch einer. Den schießt er hier mal runter. Nee, der will nicht runter. Jetzt aber runter, hoffentlich. Und Katsching. Nice. Dritter Kill. Den haben wir auch unten. Nein, ich habe mein Schwert weggeworfen. Nein, ich bin dumm. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein neues Schwert suchen. Ich wollte eigentlich meinen Wassereimer hotkeyen, aber habe wohl anscheinend Q gedrückt. Ärgerlich. So, mal hoffentlich ist hier noch ein Schwert drin. Nein, leider nicht. Dann gehen wir mal Richtung Mitte. Und hinter uns ist auch. Nee, ist keiner. Und hier wurden natürlich alle Kisten abgebaut. Super. Jetzt haben wir kein Schwert und. Gut, hier ist auf jeden Fall ein Eisenschwert drin. Das ist zwar nicht unbedingt das Beste. Und da bin ich auch noch runtergefallen. Perfekter PvP-Spieler. Aber wie ihr seht, habe ich Glück gehabt, denn ich hatte meinen Totem auf Undying dabei, wodurch ich dann einfach überlebe. Einmal hier rüber. Und hier haben wir noch eine Enderperle, ein bisschen Steak, Wasser. Lecker, lecker. So, ich habe mein Inventar immer so nach einer gewissen Struktur aussortiert. Hier hinten habe ich immer bei einem Wassereimer hier Blöcke. Falls es euch mal interessiert, wie ich meine Hotkeys habe, so dass ich hier dann einfach mit einer Tastenkombination durch mein Inventar gehen kann, könnt das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich dann dazu auch noch mal ein Video.
Aber jetzt baue ich mich erstmal rüber nach da und hoffe mal, dass hier irgendwo noch Loot ist. Loot, Loot. Oh ja, lecker Schmecker. Und wir gehen hier einmal kurz. Oder wir können uns theoretisch hier auch einmal kurz ein Dierschwert machen, wenn hier vorne noch Dias drin sind. Ja. Und dann einmal so und so. Und dann haben wir jetzt auch wieder ein Dierschwert. Perfekt. Und dann gehen wir trotzdem einmal nach unten und schauen, ob wir hier noch irgendeinen guten Loot finden, den wir gleich mitnehmen können. Leider nicht. Schade. Aber es leben auch noch zwei Spieler, also ich und der da vorne. Ich würde einfach mal schauen, ob wir den vielleicht irgendwie runtergeschossen bekommen. Ich drücke mal F3B, dann seht ihr diese Hitboxen. Jetzt macht er irgendeine Wasserfontäne. Ich verstehe noch nicht so ganz, was jetzt sein Plan ist. Will er sich da oben eine Plattform gießen? Ich gehe jetzt einfach. Okay, das sieht nach einem Spitzer aus. Nach einem ziemlich starken Spitzer. Da unten schwimmt er, glaube ich, noch. Ja. Und er ist noch immer unten. Aber das Wasser geht langsam runter. Das heißt, aber er wird es wahrscheinlich dann trotzdem noch hochschaffen. Wir schauen einfach mal, wir nehmen sowas in die Hand. So und so. Und schauen mal, ob der Typ hier jetzt noch nach oben kommt. Sieht bisher leider für ihn sehr gut aus. Wir gehen sonst einfach jetzt erstmal in die Mitte und schauen, ob wir da vielleicht noch irgendwie Loot finden. Oder wir können den Typen hier auch noch anschießen. Leider jetzt nicht mehr. Und wenn wir uns hier ein bisschen aufbauen. Oh, er braucht eine Armbrust. Okay, irgendwo ist er. Mal schauen, könnte hier auch theoretisch hier sein. Nein! Okay, wir sind... Nein! GG! Immerhin, wir sind zweiter Platz geworden. Und ich würde mal sagen, ich schaue mal kurz, wie lang die Aufnahme schon geht. 8 Minuten, das glaube ich in Ordnung. Und ich würde dann auch mal sagen, das war's mit der Folge für heute. Ich hoffe, es war interessant, auch wenn es mal nicht so eine Folge war wie sonst. Und wahrscheinlich kommt sowas jetzt leider auch eine Woche, also je nachdem, ob ihr es gut oder schlecht findet. Ansonsten könnt ihr auch einfach kurz Benachrichtigungen ausschalten für eine Woche, wenn es euch nicht so interessiert. Aber wenn es euch interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächstes Mal, also beziehungsweise morgen, wenn ihr die Benachrichtigung nicht ausgestellt habt. Ciao, ciao.